Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger und die Heizrechnung höher. Wir haben uns mit einem Heizungsexperten unterhalten, wie man am besten energiesparend und umweltschonend heizt. Richtig heizen beginnt einmal damit, dass man die Heizanlage regelmäßig warten und einstellen lässt, um somit unnötige Energieverschwendung zu vermeiden. Dass man am Anfang der Heizsaison die Heizkörper alle entlüftet, damit auch die Wärme richtig transportiert wird. Die Heizkörper kann man sich selber entlüften. Also es gibt überall Entlüftungsventile, ist eine relativ einfache Sache. Wichtig ist aber auch, dass die Raumtemperatur auf die richtige Temperatur eingestellt wird. Wenn man natürlich im Winter, wenn man mit T-Shirt und kurzer Hose in der Wohnung sich aufhalten möchte, braucht man natürlich mehr Energie, als man eigentlich benötigt. Also normal wäre Raumtemperatur von 20 Grad ausreichend. Selten benutzte Räume können natürlich entsprechend heruntergefahren werden auf 18 oder sogar 16 Grad. Zum Beispiel Schlafzimmer oder Abstellräume. Man sollte aber auch noch Folgendes beachten. Wichtig ist auch, dass man Heizkörper auch nicht abdeckt. Also sehr schlecht ist Wäsche aufhängen auf dem Heizkörper, weil dadurch die Heizkörperleistung vermindert wird. Und dann sagt das Thermostatventil, wir müssen heizen und dreht entsprechend stark auf. Und als letzter Tipp, die sogenannten Stoßlüftungen. Das ist ganz wichtig, also dass man keine ständig gekippten Fenster hat, weil dort die Energie hinausgeht. Also ganz wichtig ist das richtige Lüften. Das heißt, die Fenster aufmachen, 5 Minuten einmal voll durchlüften, dabei die Heizkörper als Thermostatventil zurückdrehen, dann wieder schließen und dann erst wieder das Heizkörperventil aufdrehen.